Ja, danke für die Einladung und auch für die ganz schnelle Lösung der technischen Probleme, weil die Medien hier zu neu sind und ich meinen Adapter nicht mit hatte. Vielen Dank. Ausgehend von der Versuchsanordnung, die du gerade genannt hast, geht es in meinen künstlerischen Installationen häufig um räumliches Arrangieren und um die Montage von Fundstücken. Alles kann dabei zum Material werden, ein Satz ebenso wie eine Landkarte, ein Gegenstand, ein Zeitungsartikel, eine Filmszene oder eben eine Spielkarte. Es geht also, wie im Titel schon genannt, zunächst um zwei Dinge. Um erstens das Finden und zweitens das Inszenieren. Zwei Elemente, die generell in der künstlerischen Arbeit eine große Rolle spielen. Wie aber findet man etwas? Das kann ebenso gut zufällig passieren, weil man im richtigen Moment den Blick zum Beispiel auf den Boden richtet und dabei etwas Verlorenes, Weggeworfenes oder Hingewehtes entdeckt. Man kann natürlich auch etwas finden, indem man absichtlich danach sucht und das es dann vielleicht mit Glück und Verstand entdeckt. Finden benötigt in jedem Fall Aufmerksamkeit. Ähnlich wie in der wissenschaftlichen Forschung oder in der Kriminalistik hat absichtliches Finden etwas mit Suchen zu tun und auch mit logischen Annahmen, mit Untersuchung und mit Glück. Hat man einmal etwas gefunden, kann die Spur dann analysiert, weiterverfolgt und ausgewertet werden, um von A nach B zu kommen. Später kann vielleicht eine Erklärung dafür gefunden oder auch erfunden werden. Das ist in groben Zügen künstlerische Forschung. Denn wenn es in dieser Reihe, die kleine Form, darum geht, was forschen denn die anderen, dann ist hier exemplarisch die Glücksprophezeiungsmaschine das Forschungsobjekt, wenn nicht sogar das Resultat eines künstlerischen Forschens. Es geht also in meinem Vortrag auch darum, die künstlerische Arbeitsweise am Beispiel dieser Maschine zu beschreiben. Jede künstlerische Arbeit ist für mich ein Experiment oder auch ein Fall. Ich versuche, den richtigen Personen die richtigen Fragen zu stellen, daraus irgendwann die richtigen Schlüsse zu ziehen, dem Material entsprechend stimmig vorzugehen und die vielversprechenden Spuren zu verfolgen und Regeln aufzustellen. Die Darstellung dessen, was im Prozess des Findens passiert, kann nur unzureichend sein. Es kann nur eine lückenhafte Erinnerung an einen Fall sein, aber natürlich niemals ein Rezept. Für die Glücksprophezeiungsmaschine und deren Konzeption gab es verschiedene Fundstücke und gleich mehrere Anfänge. Im Nachhinein weiß ich nicht mehr, was zuerst da war. Die Spuren von Kartenresten auf der Straße oder die Begegnung mit den Olipoisten. Über mehrere Jahre hat sich ein Puzzle zusammengesetzt. Da die Verfahrensweise sehr gut meine eigene erklärt, mache ich hier einen ganz kleinen Exkurs. Vielleicht war nämlich doch zuerst die Entdeckung von Olipo da. Olipo steht für Ouvrage Littérature Potentielle, grob übersetzt Gesellschaft für potenzielle Literatur. Sie wurde 1960 von dem mathematikbegeisterten Autor Raymond Queneau und dem Schachspieler und literaturbegeisterten Ingenieur François Le Léonet in Paris gegründet und besteht bis heute. Italo Calvino, Georges Perec und Marcel Duchamp gehörten unter anderem dazu. Die Gruppe grenzte sich vom Surrealismus ab und damit auch von seiner Vorliebe für das Unwirkliche, das Traumhafte und von dem Zufall. Demgegenüber ist Ziel von Olipo eine Spracherweiterung durch Regeln und formale Einschränkungen, den sogenannten Contraintes. Georges Perec führt dies beispielhaft vor. Er schrieb 1969 einen Roman, der den Titel La Disparition trägt und gänzlich ohne den Buchstaben E auskommt. Das ist immerhin der häufigste Buchstabe im französischen Alphabet. Der Roman wurde unter dem Titel Anton Wolls Fortgang ins Deutsche übersetzt, wobei die Einschränkung kein E im Text beibehalten wurde. Jetzt werden Sie sich fragen, was passiert denn, wenn man jetzt kein E benutzt? Man erweitert das Vokabular um unübliche, ungebräuchliche Worte mit anderen Vokabeln. Und genau das haben die Olipoisten auch mit anderen, ganz vielen anderen Methoden gemacht. Perec ist da sehr leidenschaftlich an Spielen und Spielregeln interessiert. Und dieses Programm füllt er sehr genau aus und dennoch weicht er auch ab und zu davon ab. Er lässt kleine, blinde Stellen im Muster entstehen, Lücken oder Blancs, wie die Setzer und Drucker die Zwischenräume zwischen den Worten nennen. Sein umfangreichstes Buch, La vie mode d'emploi, das Leben eine Gebrauchsanweisung, ist ein gigantisches Puzzle.
für Harry Rowald ein Buch, das man jedes Jahr mindestens einmal lesen sollte. Perec nimmt als Ausgangsort ein Pariser Mietshaus mit der fiktiven Adresse Rue Simon Crubelier Numéro 11. Es umfasst einschließlich Keller, Dachkammer, Conciergerie und Treppenhaus 99 Räume. Die erste Ausgabe wird mit einem Puzzle herausgegeben und auf dem ersten Cover ist das Haus im Schnitt zu sehen. Wie eine Simultanbühne oder Puppenstube gibt es den Blick auf all die Räume mit ihren Einrichtungsgegenständen und den darin sich ereignenden Handlungen und Begegnungen preis. Perec nennt es im Untertitel Romane. Die kaleidoskopartig ausgebreiteten Erzählungen zeigen die Beziehungen der einzelnen Bewohner untereinander zu der zentralen Figur Bartlebus, einem exzentrischen englischen Millionär, der sich das Aquarellmalen beibringen lässt, um 500 Häfen zu malen. Und Sie sehen, dass er auf der rechten Seite in dieser Grafik sind in dem Schnitt des Hauses auf die einzelnen Etagen verteilt die Bewohner genannt und Bartlebus finden Sie da im unteren Drittel. Den Schnitt durchs Haus hat Perec als Schachbrett mit 10x10 Feldern angelegt. Diesen Feldern oder Räumen folgt er erzählend derart, dass er keinen Raum, kein Feld zweimal berührt. Dazu bedient er sich des Springerparcours oder Rösselsprungs beim Schach. Die Füllung der Felder mit Bewohnern und ihren Geschichten vollzieht er nach einer mathematischen Lösung der orthogonalen lateinischen Doppelmatrix von der Ordnung 10. Das heißt, dass er zweimal 21 Serien von 10 Elementen, nämlich Requisiten, Bilder, Tätigkeiten, Autoren, die zu zitieren sind, erzählen permutiert. Mit diesen Erzählstoffen, Geschichten und Romankeimen bezieht sich Perec auf eine traditionelle literarische Spielform, den Cento, ein Gedicht, das aus lauter Zitaten besteht. Die Lebensgeschichten, die Perec erzählt, sind häufig Geschichten aus anderen Büchern und Tüftler und Literaturkenner legen ihren Ehrgeiz daran, jede Anspielung dieses gigantischen Zitatspiels zu verifizieren. Darin spielt sich in der deutschen Übersetzung auf immerhin 900 Seiten eine unendlich scheinende Fülle von Geschichten, von Personen, Ereignissen, Dingen und Kunstwerken ab, deren erzählte Zeit nicht länger dauert als eine Minute. Eine Minute vor acht am Abend des 23. Juni 1975 beginnt der Roman auf der Treppe des Hauses Rue Simon Crubelier Numéro 11 und um Punkt 8 Uhr endet er mit dem Tod Bartlebus. Wie verhält es sich nun mit der Spielkarte, die ich ja anfangs angekündigt hatte? Arthur Waite, führendes Mitglied einer Mysteriengesellschaft, verfügte über ein außerordentliches Wissen im Hinblick auf die esoterischen Traditionen des Abendlandes. Über die Tarotkarten, die 1910 unter seiner Anleitung gemalt wurden, schreibt er in seinen Erläuterungen der Schleier und seine Symbole: Der Tarot ist Symbolismus par excellence. Er kennt keine andere Sprache und kennt keine anderen Zeichen als die Symbole. Die Bedeutung der Sinnbilder machen den Tarot zu einer Art Alphabet mit unendlich vielen sehr regelhaften Kombinationsmöglichkeiten. Diese haben unter anderem den Romantiker Novalis 1802 zu der Erzählung Klingors Märchen angeregt. Der Verlauf der Handlung und auch die Beziehung der auftretenden Figuren in dem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen entwickeln sich zunächst in einer einleitenden Beschreibung eines Tarotspiels, um dann im Verlauf der Handlung mehr oder weniger streng eben jeden Regeln zu folgen. Jetzt komme ich zu Finden 1. Italo Calvino hat fast 200 Jahre später in seiner experimentellen Erzählung Das Schloss, in dem sich Schicksale kreuzen, 1978 versucht, die Karten auf die denkbar einfachste und unmittelbarste Art und Weise zu lesen. Das heißt, durch die Betrachtung dessen, was das Bild darstellt und die Verleihung einer Bedeutung, die sich mit der jeweiligen Sequenz verändert, zu der die einzelne Karte gehört. Im Nachwort seines Romans bezeichnet er das Tarotspiel als eine Konstruktionsmaschine für Erzählungen und geht so weit zu behaupten, mit Hilfe der Karte könne jede Geschichte der Menschheit erzählt werden. Die Olipoisten waren noch nie bescheiden. Das Layout des Buches verbindet folgerichtig das Bildprogramm der Karten mit unterschiedlichen Auslegungen. Calvino will so etwas wie ein Kreuzworträtsel konstruieren, das aus Tarots anstelle der Buchstaben, aus piktografischen Erzählungen anstelle der Worte besteht.
Die Karten, die in seiner Erzählung die Geschichte formen, reihen sich in doppelten vertikalen und horizontalen Sequenzen aneinander. Sie werden von drei anderen Tarot-Doppelreihen gekreuzt. Ödipus' Erzählung vertikal von oben und der Faust von unten wird horizontal gekreuzt durch Parsival von links und des Totengräbers Erzählung von rechts um ein von Tarotkarten umschlossenes leeres Rechteck. Lange vor Gebrauch eines Softwareprogramms ist sein Entwurf eine abgebrochene Versuchsanordnung, die von der Glücksprophezeiungsmaschine aufgegriffen wird. Ich fand die Idee dieser Konstruktionsmaschine für Erzählungen so verführerisch, dass ich gedacht habe, ich möchte das gerne bauen. Und zwar mit Tarotkarten und gesprochenen Zitaten, die dazu passen. Ich habe mir das Ganze als eine Dia-Installation vorgestellt, als eine interaktive Installation, die mit Ton und Projektionen von Tarotkarten funktioniert. Angefangen habe ich mit dem Konzept 1993 und realisiert wurde die Arbeit in 2001. Warum hat das so lange gedauert? Das lag an zwei Gründen. Einmal war die Technik damals noch nicht dafür vorhanden. Das hört sich seltsam an, aber es gab 1993 noch keine MP3-Player. Und ohne diese MP3-Player würde die Arbeit nicht funktionieren oder es wäre einfach überhaupt kein Platz für die Technik vorhanden. Der zweite Grund war, dass sie sehr kostspielig war und es musste also mindestens ein Sponsor gefunden werden. Dafür habe ich in dem Programm Goldrausch, das ist ein Programm für Künstlerinnen in Berlin, also sogenanntes, man könnte sagen, ein Postgraduate-Programm, an dessen Ende eine Ausstellung steht. Das läuft immer über ein Dreivierteljahr. Und man macht dann am Ende eine kleine Katalogpublikation über entweder verschiedene Arbeiten oder über eine Arbeit. Ich habe das über keine Arbeit gemacht, sondern das einfach als eine Art Werbebroschüre benutzt, um diese Idee darzustellen und damit Sponsoren zu suchen und Orte zu suchen. Und wie Sie recht sehen können, habe ich dort die Idee von Calvino auch aufgegriffen in diesem Heft. Und auf der linken Seite sehen Sie verschiedene Orte, die ich mir vorgestellt hatte, um diese Arbeit umzusetzen. Und zwar sind das verschiedene Arkadengänge. Ich hatte mir von vornherein überlegt, das in der Architektur einer geschlossenen Arkade unterzubringen, weil das ja ein durch Säulen unterbrochener Blick ist, also auch etwas Filmisches hat, dass man in diesem Rumgehen auch ein Kartenlegen sich vorstellen kann. Gleichzeitig mit der Entdeckung von den Olipuisten und auch dem Umgang mit dieser Idee ist etwas passiert, was eigentlich immer passiert, wenn man sich intensiv mit einer künstlerischen Arbeit, und das ist sicherlich mit anderen Arbeitstätigkeiten auch so, beschäftigt. Der Blick fokussiert sich und man findet ganz viel zu diesem Thema. In meinem Fall waren das Spielkarten. Ich habe ganze Karten gefunden, ich habe solche Schnipsel gefunden, wie Sie die hier sehen, konnte mir das eigentlich nicht erklären. Und als ich es Freunden erzählt habe, hauptsächlich haben mir daraufhin Künstler geantwortet, haben die dann auch angefangen, Spielkarten zu finden und mir die dann teilweise zugeschickt. Hier ist zum Beispiel ein Kartenfund aus Berlin, das ist ein fast komplettes Spiel gewesen und ich habe es nachts gefunden. Das wurde mir anschließend erklärt, dass man Pokerkarten eben auch zinken kann und wenn man das einmal gemacht hat, kann man das Spiel natürlich nur noch wegschmeißen und deshalb befand sich das dann anschließend auf der Straße. Das ist ein komplettes Spiel, auch mit Orts- und Zeitangabe von dem Finder aus Hamburg. Einige Karten davon sind verklebt, warum weiß ich nicht. Hier wurde der Kartenfund mit nicht nur mit einer Ortsangabe und einer kleinen Skizze versehen, sondern es wurde auch mitgeteilt, was für ein Wetter in dieser Situation war. Also es gab einen leichten Wind, etwas Wind und der Himmel war klar.
Hier wurde auch eine Karte gefunden, die auch keine Tarotkarte ist. Alle diese Karten sind ja keine Tarotkarten, sondern Spielkarten, aber das wurde jetzt auch extra bemerkt, dass es sich aber immerhin um einen Joker handelt, der auf der Rückseite blau ist. Ein weiterer Kartenfund aus New York wurde mit dem Bemerkung kommentiert auf der Karte, die die Wunder von New York aufzählt, dass es natürlich in Chinatown kein Wunder ist, solche Karten zu finden. Und auch das wurde mit einer kleinen Markierung versehen. Und der auffälligste Kartenfund sind also insgesamt in einem Brief 4 verschiedene Karten. Und die wurden zusammen mit einer situativen Beschreibung der Situation, in der sich die Person befand, beschrieben. Das lese ich mal kurz vor. Also in der Hamburger Straße Münster auf dem Weg mit dem Fahrrad ins Atelier. Sie lag in der Mitte der Straße auf grauem Kopfsteinpflaster. Im Atelier wollte ich zeichnen, aber es fiel mir nichts Ordentliches ein. Die letzte Karte, Stadtbücherei Münster, Abteilung Philosophie. Sie lag im Buch Die unvollendete Vernunft, Moderne versus Postmoderne, herausgegeben und so weiter. Das Buch habe ich mir dann selbst gekauft, um es zu lesen, aber bisher liegt es nur so rum. Also Sie sehen, es ist eine persönliche Verbindung mit dieser Karte eingegangen worden und genau das ist das, was mich interessiert hat. Es haben mir eben, es ist nur eine kleine Auswahl, also ich habe eine Riesensammlung von solchen Kartenfunden, die dann auch kommentiert sind. Das ist jetzt nur eine recht typische Auswahl, aber was passiert, wenn man eine Karte findet oder irgendetwas, was sich in eine Serie einbinden lässt, man kann eine Erzählung daraus konstruieren. Dann wurden auch nicht nur Karten gefunden, sondern auch noch Glückskekse. In diesem Fall ist der Fund ein Kommentar zum Fund, nämlich kommen in Kontakt mit Leuten, die sich für dieselben Dinge interessieren. Das ist natürlich immer zum künstlerischen Arbeiten am besten, wenn man im Diskussionszusammenhang ist. Und dann habe ich diese ganzen Kartenfunde auch dazu benutzt, um mir eine Rückseite für das Cover dieser Broschüre auszusuchen und habe mich dann für die Karte rechts oben entschieden. Also das sieht vorne und hinten gleich aus und in der Mitte wird die Glücksprophezeiungsmaschine dargestellt. Dann ging es um das Suchen des Ortes und das war glücklicherweise dann 2001 abgeschlossen. Und zusätzlich ging es noch um die Art des Tarotdecks. Es gibt eine unendliche Fülle von unterschiedlichen Ausformungen dieser Tarotkartenspiele. Eins der bekanntesten haben Sie eben auf dem Cover von Italo Calvinos Buch gesehen. Das ist das Visconti Sforza Tarot. Das ist sehr malerisch. Dann gibt es auch das schon erwähnte Rider-Waite Tarot von 1910 und darunter das Tarot de Marseille. Ich habe mich für das von Rider-Waite entschieden und zwar aus Gründen der Sichtbarkeit. Ich wollte es ja gerne projizieren und dafür eignet sich am besten eine grafische Schwarz-Weiß-Darstellung und die ließ sich am ehesten aus diesem Kartenspiel generieren, was auch am naturalistischsten war. Jetzt können Sie sich fragen, wie bin ich denn zu diesen Karten gekommen? Ich habe mir lange überlegt, welche sind denn die wichtigsten Karten aus dem Tarotspiel, was 78 Karten hat. Es gibt natürlich keine wichtigsten Karten, sondern die sind in jeder Situation ist eben eine andere Karte wichtig. Es gibt auch keine schlechten Karten oder keine guten Karten, sondern sie geben eine Auskunft auf eine Frage oder auf eine Situation, die man in dem Moment stellt. Also habe ich mir dann schließlich die Karten legen lassen und die Karten, die Sie jetzt in der Glücksprophezeiungsmaschine sehen, sind die Karten, die ich bekommen habe, weil ich dachte, das ist dann genauso gut wie alle anderen auch. Ein weiterer Schritt war dann, wie komme ich denn zu den Texten, die da projiziert werden oder die da genannt werden und bin erstmal mit Glückskeks-Sprüchen angefangen. Ich habe das richtig systematisch gemacht. Ich habe gedacht, wenn ich 50 Texte haben will, dann kaufe ich jetzt 50 Glückskekse. Ich mache die alle nacheinander auf und klebe die auf. Dabei ist dann Folgendes passiert. Sie müssen mir das jetzt glauben, aber es war so. In dem vorletzten
Es stand dann, bitte öffnen Sie den anderen Glücksbringer, und in dem letzten stand, der Schlüssel steht im nächsten. Ich hatte aber nur 49 gekriegt statt 50. Und dann habe ich gedacht, so funktioniert es nicht. Und habe die Karten, also ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, die Texte zu den Karten aus der Literatur generiert, indem ich einfach verschiedene Pronomen umgestellt habe und daraus, also aus literarischen Zitaten, so wie Calvino das ja im Grunde auch schon vorgeschlagen hatte, recht allgemeine Sätze geformt, die dann wie Prophezeiungen daherkommen. Also das ist jetzt nicht aus irgendwelchen esoterischen Büchern, sondern aus literarischen Quellen und ist von 7 verschiedenen Sprecherinnen vorgetragen worden, von Inga Busch, Susanne Lothar, Helke Misselwitz, Ulrike Johansson, Anna Vajaparan, Nathalie David und Camilla Wagner. Die älteste von den Frauen war damals 70 und die jüngste, das Kind, 7 Jahre alt, und ich wollte eben diese Bandbreite auch haben, um verschiedene Stimmen darzustellen. Ja, das ist dann der Ort, den ich schließlich mit Unterstützung der Erwin Gieseler von Steiner Stiftung und der Stiftung Federkiel München gefunden habe. Das heißt, den Ort habe ich nicht mit denen gefunden, aber sie haben das unterstützt, dass ich das da machen kann, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege und Schirmherr der sozusagen der Veranstaltung. Also eigentlich war das eine Veranstaltung des Haus der Kunst in München, die eben in diesem Fall an einem anderen Ort stattfand. Und das handelt sich dabei um einen restaurierten Reiterinnenhof aus der Renaissance. Und genau das Restaurierte ist auch das Problem. Da es sich um ein Landesdenkmalamt handelt, darf man da noch nicht mal eine Schraube reindrehen. Und damit hatte ich dann ein Riesenproblem. Da zu Beginn dieser ganzen Verortung, dass da noch gar nicht renoviert gewesen ist. Und schließlich bin ich dann mit dem Techniker auf die Idee gekommen, die Leitungen zu benutzen, die für die Lampen von der Decke herabhängen, und da diese ganzen Konstruktionen aufzuhängen. Es gibt insgesamt 7 Boxen, und in denen befindet sich jeweils ein Dia-Projektor mit einem Dia, ein Bewegungsmelder, ein MP3-Player, 2 kleine Boxen und ein Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator ist im MP3-Player drin. Durch einen Bewegungsmelder ausgelöst wurden dann Karten, Projektionen von Tarotkarten auf den Boden geworfen, und dazu hörte man geflüsterte Prophezeiungen. Wo 2 rasende Feuer aufeinandertreffen, verzehren sie das, was ihre Wut nährt. Extreme Böen werden das Feuer und alles andere ausblasen. Der Weg zum Meer und zum Mond ist abgeschnitten. Die gekreuzten Schwerter verwehren den Zugang. Es gibt Irrwege, aber der Kummer vergeht. Auf dem eingeschlagenen Weg wird der Meister gefunden. Das kann nicht schaden. Das Meer sei der Körper, darin 2 Fische, Geist und Seele, koche zusammen. Diese 3, das ist das größte Meer je sei. Ja, die Arbeit, also die Installation ist bereits an verschiedenen Orten gezeigt worden. Einmal auch im Innenraum, im Centre Pasquin in der Schweiz. Und in dem Film Art Girls, das kürze ich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit, mache ich das jetzt ganz kurz. In Art Girls, das hatte Frau Renner-Henke schon erwähnt, geht es um 3 Künstlerinnen, die
mit ihrer Kunst versuchen, auf die Umwelt zu reagieren und eigentlich in dem Film die Welt zu retten. Erstmal versuchen sie mit der Kunst etwas auszulösen, was auch eine wirkliche Wirkung hat. Und eine der Künstlerinnen ist Nikita Neufeld, also dargestellt von Inga Busch, die in dem Film die Glücksprophezeiungsmaschine entwirft. Also das heißt, Inga Busch spielt jetzt nicht mich, sondern es ist eine fiktive Figur, die macht auch andere Kunst als die von mir, aber die alle Kunst in dem Film ist echt, also von verschiedenen Künstlerinnen auch. In dem Film ist es so, dass die Spielkarten einen eigentlich unübersichtlichen Alltag strukturieren und Nikita Neufeld feststellt, dass sie mit den Spielkarten sich eine andere Welt eröffnet und diese Spielkarten plötzlich auch ihr Umfeld beeinflussen. Ganz deutlich sieht man das am Anfang des Films, als der Kurator, gespielt von Peter Lohmeier, von einem Kunstberater darin unterrichtet wird, was es denn für Kunst gibt. Der Kunstberater wird gespielt von Harald Falkenberg und der erklärt ihn auch über die Glücksprophezeiungsmaschine auf. Nikita Neufeld, Berlins ewiger Geheimtipp. Super V, was meinst du? Nicht durch ihre eigenen Augen. Durch die Augen ihrer Kunst wird sie eine neue Welt entdecken. Deshalb wird sich die Karte dann, also gerade die Karte der zwei Schwerter, die wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, auch verselbstständigen und hinterher von einem Wesen verkörpert. Sie wird feststellen, dass durch die Art der Auswahl der Karten verschiedene Ereignisse passieren, mit der sie nicht gerechnet hat. Dass zum Beispiel die Karte der neuen Stäbe eine Verbindung hat zu den sogenannten Biosyncs, die ebenfalls also mit Kopfbinden in einer Anzahl von 9 dort auftauchen. Dass sie bei der Karte 7 Münzen anschließend einen großen Geldbetrag bekommt. An der Karte 4 Kelche, in dem man einen Mann unter einem Baum sitzen sieht, einen Erzähler in den Film einbaut. Und alles geschieht immer aufgrund einer optischen Analogie zu dieser Spielkarte. Irgendwann stellt sie dann fest, dass sie die blaue Sonne, die sie gemalt hat, auch wirklich Wirkung zeichnet und die ganze Welt um sie herum blau ist. So, dass dann ihre Kollegin Una, die zur Kunstpolizistin mutiert ist, am Ende tatsächlich in der installierten Prophezeiungsmaschine umhergehen kann. Alles, was sich in Bewegung setzt, muss durch den Kopf hindurch. Alles, was sich in Bewegung setzt, muss durch den Kopf hindurch. Aber wie das geschieht, hängt sehr von den Umständen. Dankeschön.